sehen wir jetzt den südlichen Punkt. Die Menschen stehen alle an, um dort Fotos zu machen. Und ja, weil es einfach der südlichste Punkt ist auf der ganzen Welt. Der ist genau hier an diesem Türmchen. Und da drüben, also praktisch direkt hinter mir, ist Kuba. Wirklich, Kuba. Das sind genau 100 Kilometer, 100,1, also so genau kann ich es jetzt gar nicht sagen, aber auf jeden Fall ist dort Kuba. Und ja, ein Wahnsinn, aber 100 Kilometer sind eigentlich gar nicht weit, doch wenn man sie schwimmen würde, auch dann, das wäre gar nicht zu schaffen. Guckt euch das an. Das ist irgendwie der Wahnsinn. Sieht ein bisschen aus, ja, mir fehlen einfach die Worte. Das ist wahre Kunst, würde ich sagen. Ja, ich weiß gar nicht, ich bin total begeistert. Entschuldigen Sie mal bitte. Da haben wir doch wieder den. War es doch der Dschungelmoderator, oder nicht? Ich glaube ja gar nicht, was hier abgeht. Ich glaube es nicht. Also, ist überall. Das ist doch unfassbar. Das ist die unverwechselbare Bunny Bear. Ja, genau. Ich bin überall. Und das ist der unverwechselbare Dschungelmoderator. Oh. Wir sind jetzt beide live on stage sozusagen. Einmal genau, ich bei dir und du bei mir. Ganz genau, wir können sich ja einmal angucken, die Kamera. Hallo. Hallo. So sind wir fleißig am Arbeiten. Ganz genau. Oder was heißt, wir haben ja auch eine Menge Spaß dabei. Es ist ja immerhin Florida, the Keys, ja, Key West. Genau. Direkt auf dieser Trauminsel, dem südlichsten Punkt von Florida. Wie gefällt dir Key West? Ich finde es traumhaft. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Es gibt es gigantisch. Also man kann nur sagen, traumhaft. Wer mal noch nicht, nein, wer mal kommen möchte und noch nicht hier war, der sollte mal herkommen. Der sollte herkommen, oder? Ja. Ja, Bonnie, dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß auf, auf deinem Rundgang. Und ich habe hier das Auto, ich muss euch das nochmal zeigen. Hier, schaut euch dieses gigantische Auto an. Genau, er hat es nämlich gerade gesagt. Tschüss, junger Moderator. Und ich kann nur sagen, wirklich, es ist, wie ich es auch eben schon gesagt habe, jetzt sage ich es noch 20.000 Mal, es ist einfach toll. Hier sehen wir diesen großen Fisch, dort oben, hier, einmal ums Auto drumherum. Übrigens ist es total heiß. Ich habe das Gefühl, es sind Gefühle, 50 Grad. Und ja, sie läuft überall hinunter. So, oh Gott, hier ist eine kleine Krake. Ach so, Oktopus, ne? Naja, und da haben wir auch einen Taucher. Also wie ihr seht, sieht man hier sehr, sehr viel in Key West. Wir hatten jetzt eine kleine Trinkpause gemacht. Wirklich super heiß draußen. Ja, und gleich geht's weiter mit den Videos. Hoffen, dass wir heute noch gut durchkommen. Hier haben wir ein schönes, schönes, großes Ehepaar. Es ist doch auch immer wieder beeindruckend, was sie sich so einfallen lassen, oder? Einfach schön. Ja, das ist halt wieder, ne? Im Hintergrund sehen wir wieder den Dschungelmoderator. Ich weiß auch nicht. Mir fehlen einfach die Worte. Es ist halt immer dasselbe. Ja, lassen wir ihn mal machen. Also auf jeden Fall haben wir uns erstmal das schöne Hochzeitspaar geschnappt, was auch viel spektakulärer ist als diese Dame, die da steht, finde ich. Und somit war ich zuerst hier und wir haben das tollere Motiv. Der sitzt hier auch den ganzen Tag und weiß nicht, was er tun soll. Wow! Oh mein Gott, das passt total. Das passt schon wieder total zu mir, ne? Zu diesem Outfit meine ich. Guck doch mal. Oh, wow. Dick. Das ist ein Bild für die Götter. Müssen wir ganz leise sein, denn hier ist ein Pelikan. Wir sind hier jetzt in der Hemingway Bar. Da hat Ernest Hemingway sein Bierchen getrunken. Vor vielen, vielen Jahren natürlich. Und ja, jetzt werde ich hier mal einen kleinen Drink zu mir nehmen und mal gucken, was die Bar so hergibt. What do you think? I don't know.
schmerzhaft, schmerzhaft. Und so sieht Arbeit aus. So und so. Ja, also Blasen. Ich habe richtige Blasen. Ja, ich habe mir die Füße wund gedreht, wund gevideodreht. Und ja, wir suchen jetzt nochmal eine Toilette auf, ein bisschen Pause machen auf dem Klo. Und dann werden wir uns auf den Weg machen zu Miami Downtown. Key West. Nochmal ein letzter Blick. Ab nach Downtown Miami. Tschüss, Key West. Bye, bye. Wir sind jetzt angekommen im Hotel. Total müde. Die Fahrt war schön. War der gleiche Weg, den ich euch schon mal gezeigt hatte, als wir hingefahren sind. Aber auch anstrengend. Also man ist jetzt auch froh, wenn man ins Bett kommt. Unser Zimmer ist auch doch ganz niedlich und schön. Kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Hier die schönen Betten. Und das ist unser Ausblick. Also ich finde es richtig toll. Und ich bin froh, wenn jetzt gleich die Lichter ausgehen, die Augen zufallen und morgen wieder ein richtig, richtig toller Drehtag beginnt. Gute Nacht.